Klopfen wir an? Nein. Überraschen wir. Und er hat es nicht gemerkt, dass wir ins Schloss rein. Egal. So, das ist also das Ende. Der alte Narr und das verlorene Kind. Du bist jetzt der Mann, den ich in dir gesehen habe. Er ist mehr als das. Und er ist bereit, euren Platz einzunehmen. Vielleicht sollte nun jemand anderes über Albion herrschen. Du warst kein Herrscher. Du warst ein Tyrann. Kann es nicht sein, dass ich gute Gründe dafür hatte? Mm-mm. Eure Gründe interessieren uns nicht. Versteckt euch hinter eurer Ignoranz. Mein Bruder verdient die Wahrheit. Spart euch das für den Prozess. Ich verdiene den Thron. Na, wenigstens macht er keinen Aufstand jetzt. Das ist ja eigentlich ganz nett von ihm. Oh, so wenige Frames. Okay. Hurra! Ein Hoch auf Albions König! Hurra! Schloss Bowerstone. Da ist er. Der König von Albion. Ihr habt es geschafft. Habe ich es doch gewusst. Aber es wird jetzt nicht einfacher. Ihr müsst ein Land führen. Jasper ist im Unterschlupf beschäftigt, also braucht ihr einen neuen Gehilfen. Jemand, der für euch organisiert. Darf ich vorstellen? Hobson, der Name ist Hobson, Majestät. Oh, hallo Hobson. Es ist eine große Ehre, euch dienen zu dürfen. Ich verfüge über einen reichen Erfahrungsschatz. Zu materiellem Reichtum hat es leider noch nicht gereicht. Das war nur eine kleine Kostprobe für meinen Sinn für Humor, der uns zweifelsohne stets bei Laune halten wird. Ich freue mich. Ich werde euch allein lassen, damit ihr euch kennenlernt. Ich muss den Prozess vorbereiten. Der Prozess, natürlich, der allererste Punkt der Tagesordnung. Puh. Zu meinen Stärken zählen eloquente Schleimereien, ja. Öffentlichkeitsarbeit und Zeitmanagement. Ersteres, glaube ich. Und ich bin überzeugt, dass eine gute Organisation der Schlüssel zu einer erfolgreichen Herrschaft ist. Wenn ihr erlaubt, hier sind eure heutigen Termine. Terminplan des Königs. Und urteilt über Logan, den ehemaligen König von Albion. Weil jetzt seid ihr ja der König. Legt die Steuerpolitik fest, damit die armen Menschen ihre Steuern zahlen. Sprecht mit Riva im Bowerstone-Industriegebiet. Und entscheidet über den Antrag zum Wiederaufbau des alten Viertels in Bowerstone. Ja, gut, mach mal. Ihr werdet bestimmt einen ausgezeichneten Vorsitz über den Prozess eures Bruders haben. Wie gesagt, eure erste Aufgabe als König. Man erwartet euch bereits im Thronsaal. Das wird bestimmt ein historisches Ereignis, eure Majestät. Was? Wir sind jetzt also echt schon König. Das ging ja recht schnell. Da neigt sich Fable wohl so langsam dem Ende zu, oder wie? Ich meine, die haben unser Ziel ja erreicht. Hobson, ich mag den nicht. Der ist irgendwie auch so opportunistisch, so wie diese Victoria. Oh, wir haben so viel Geld. Ich weiß nicht. So Kuchen! Kuchen! Nee, das ist eine Trommel, schade. Ihr seid doch nicht nervös. Man wird von eurer Präsenz und eurem... Halt die Klappe. Es erfüllt mich mit unbändig... Leider wurde euer Besitz während des Kampfes vollständig zerstört. Was? Welcher Besitz? Als ihr habt ein königliches Kostüm. Es ist wunderbar. Auch wenn niemand es trägt. Als allererstes hier wieder einen gescheiten Hut aufsetzen. Er sieht viel cooler aus.
Charakter hingerissen sein. Hipster. Ja, halt die Klappe. Ich muss jetzt über Logan urteilen. Endlich bin ich König. Unser Ziel wurde erreicht, meine Freunde. Nun wird Logan, unser verräterischer Bruder, dafür bezahlen, dass er meine Untertanen so schändlich ausgenutzt hat. Oh, das sieht ja interessant aus. Hauen wir einfach ab. Ins Exil. Nee, komm hier. Oh. Ein Autosave. Bitte Haltung annehmen. Der König von Albion. Guten Tag, meine Freunde. Was ist denn das für ein Mund? Na gut. Logan, ehemals König von Albion. Ihr werdet der Verbrechen gegen das Reich und das Volk angeklagt. Jetzt werden eure Ankläger ihre Sache vortragen. Im Königreich gibt es nicht eine Seele, die nicht für seinen Ruhm leiden musste. Und viele sind dafür gestorben. Tragt den Tod jetzt zu ihm selbst. Ich bin kein Freund von Hinrichtungen, aber Sabine hat recht. Sie haben Major Swift hingerichtet, wisst ihr noch? Und eine große Zirkusveranstaltung daraus gemacht. Aber sind wir nicht besser? Haben wir nicht deshalb darum gekämpft, hier zu sein? Logan hat in dieser Stadt Menschen verhungern lassen und Kinder zur Arbeit gezwungen. Aber wir ändern nichts, wenn wir ihn töten. Familiäre Bindungen sind heilig. Ich kann nicht über sein Schicksal entscheiden. Aber durch seinen Verrat sind viele in meinem Volk umgekommen. Er versprach, uns zu retten und überließ uns dann der Dunkelheit. Ich hatte Gründe, das Versprechen zu brechen. Auch für die Taten, die man mir jetzt zur Last legt. Als ich nach Albion zurückkam, suchte mich eine blinde Seherin auf. Theresa, Vaters Seherin. Sie zeigte mir die Zukunft des Reiches. Die Dunkelheit aus Aurora kommt immer näher, bringt uns Tod, Verderben, das Ende unserer Kultur. Die Opfer nahm ich in Kauf, um Albion zu schützen. Wenn einige litten, dann um eine Armee zu erschaffen. Wenn einige starben, dann um das Land zu retten. Ich habe mich jahrelang auf diesen Angriff vorbereitet. Mit mir an deiner Seite folgen all meine Soldaten deinem Befehl. Begegnen wir der Dunkelheit gemeinsam. Wenn das stimmt, wenn es wirklich so kommt, sind wir alle in Gefahr. Ich bin stark genug, mich selbst zu verteidigen, Logan. Und Tod, Bruder. Wähle jetzt. Begnadigen dich. Nach all dem, was du für mein Volk getan hast, beziehungsweise nicht getan hast. Und selbst wenn das wahr ist, was du sagst, wie gesagt, ich bin stark genug, mich selbst zu verteidigen, Bruderherz. Ich habe dich gut vorbereitet. Von dem her, du wirst die richtige Wahl treffen. Wir sehen uns in der Hölle. Stirb. Du entkommst der Strafe für deine Vergehen nicht, Logan. Ich verurteile dich zum Tod. Der König hat sich entschieden. Logan wird für seine Verbrechen am Volk Albions bezahlen. Mit seinem Leben. Trupp, vorwärts! Achtung! Bereit? Zielen! Feuer! Das war's.
Ihr habt den ersten Teil eurer Bestimmung erfüllt. Als ihr das Schloss verlassen habt, wart ihr noch ein Kind. Dann wurdet ihr Held, Anführer und schließlich ein Monarch. Aber eure Reise ist nicht vorbei. Als König könnt ihr die Wahrheit wissen. Albion wird bald angegriffen. Die Bedrohung ist enorm. Dunkelheit kommt über unser Land. Argumente sind machtlos, sie ist unaufhaltbar. Nur Albions Herrscher steht zwischen der Welt, die wir bewohnen, und jener Dunkelheit. Deshalb musstet ihr an eures Bruders Platz treten. Der Lauf der Geschichte verlangt es. Wenn ihr es nicht schafft, endet die Welt, wie wir sie kennen. Ich schaffe es. Warum habt ihr mir das nicht gleich gesagt? Es ging also nie um Logan, oder? Ich habe euch gesagt, was ihr wissen müsst, und habe immer die Wahrheit gesagt. Mit Logan auf dem Thron wäre Albions Schicksal besiegelt. Denn nur mit einem Helden, der die Krone trägt, haben wir eine Chance zu überleben. Und was kann ich tun? Nichts. Es ist unvermeidlich. In einem Jahr kommt die Dunkelheit über Albion. Das ist sicher. Ihr könnt euch nur vorbereiten und hoffen, dass ihr so viele wie möglich rettet. Ihr habt genau zwei Möglichkeiten, es zu schaffen. Ihr könnt eure Versprechen halten und als wohltätiger Herrscher in die Geschichte eingehen. Aber das wird euer Königreich nicht schützen und führt möglicherweise zu einer absoluten Katastrophe. Es ist nicht leicht, gleichzeitig populär und reich zu sein. Es sei denn, ihr wollt euren persönlichen Reichtum opfern. Ihr könnt eure Versprechen auch brechen und euer Volk verletzen, um es zu retten. Ihr werdet genug Geld für eure Armee zusammentreiben. Aber man wird euch hassen. Man wird euch für einen Tyrann wie euren Bruder halten. Ihr habt ein Jahr, um zu erreichen, was Logan verwehrt war. Albion als Herrscher gegen seine bisher größte Bedrohung zu rüsten und sie als Held zu besiegen. Gut oder böse? Wie immer eine schwierige Frage. Ach, böse, ja. Oder gut? Na. Wir haben ja den bösen Pfad gewählt. Ach, Mensch, das wollte ich gerade auf mich selbst reinzoomen. Na gut. Gut oder böse? Versprechen halten oder nicht? Unser Volk. Schauen wir erst einmal, was wir uns hier kaufen können. Fernwaffenstufe 5, Magiestufe 5, Nahkampfstufe 5. Kostet alles so viel, das haben wir nicht. Vater. Was würdest du tun? Ist es unser Vater? Ich weiß es nicht. Ich habe Fable 2 und so nicht gespielt. Wahrscheinlich nicht, aber kann gut sein. Wir werden sehen. Majestät, ich weiß nicht, was ich zu diesen Neuigkeiten sagen soll. Diese Dunkelheit. Die Leute werden nicht verstehen, was das bedeutet. Das kann niemand, der es nicht erlebt hat. Wir müssen vorbereitet sein. Wenn wir den Angriff nicht vermeiden können, müssen wir bereit sein. Die Armee, die wir benötigen, wird euch ein Vermögen kosten. Hobson wird euch die Schatzkammer zeigen und euch sagen können, was zu tun ist. Das kann ich. Dann macht nur weiter. Ben und ich werden derweil Soldaten rekrutieren und ausbilden. Wenn ihr mir folgen wollt, Majestät. Ungern. Oh, wie habe ich diesen Moment herbeigesehnt?